Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich bin jetzt gerade mit dem Barbar hier in der Warzone und Regnum macht noch ein bisschen Probleme bei OBS. Ich habe es noch nicht so richtig eingestellt. Deshalb der Anfang auf dem Desktop, also man kann das nicht in-game starten. Da macht irgendwie Regnum Probleme. Man kann halt einfach, ja, im Fenstermodus gibt es, glaube ich, gar nicht das Spiel, das müsste ich dann schauen. Aber es stört halt im Fenstermodus. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Sonst können wir da mal versuchen, auf Twitch einfach zu livestreamen und ob es dort geht. Mit dem Twitch Studio, glaube ich. Aber mal gucken. So, was ich eigentlich so als Plan habe, ist jetzt gerade eigentlich Warzone zu machen. Aber ich habe jetzt schon längere Zeit hier gewartet. Es gehen kaum Spieler jetzt momentan los. Ich dachte eigentlich, ja, sie wollen jetzt heute ein bisschen mehr machen in der Gilde Bracers. Aber sind viele nicht online? Eher, ja, eine Seite verlassen. Mal schauen, wie viele online sind. Das ist nämlich jetzt gerade, was haben wir jetzt? So 20 Uhr 40 oder so. Eigentlich die beste Zeit zum Gilden-Zeugs machen, aber. Ja, läuft halt noch nicht so viel. Lex Corbion, der neue, also der Kollege von mir, hat jetzt auch die Gilde betreten. Oder der Clan. Obelisk der Peiniger ist noch online. Gut, gehen wir mal rüber zum Hexenmeister, also zu der Hexenmeisterin. Ja, und deshalb habe ich heute eigentlich auch keinen Livestream gestartet. Sorry dafür, aber wenn nichts los ist, dann ist nichts los. Also, ja. Es ist halt schade, wenn ich halt einfach nichts zeigen kann. Also das ist eher so Zufall. Einfach dann einschalten und ja, dann leistet ihr auch Vorschau noch oder so. Also das, was passiert ist, ein bisschen durchschauen. Der Jäger, der hat noch viele Items drin, aber den mache ich dann auch bald mal weiter. Zeige vielleicht dann mehr als beim Ding. Und ja, die Kirosami ist jetzt Level 29 und genau ein paar Erfahrung vor 30. Ich habe es genauso hingekriegt, dass ich eigentlich jetzt Level 30 bin. Ja, man, es wird noch weiter, die Quest, okay. Goblin-Schamanen töten und dann sind wir Level 30. So, und geht eigentlich schnell, also schnell, noch schnell. Also wir können schon bald wahrscheinlich mit ihr da, ja, noch ein bisschen mehr machen. Ja, jetzt habe ich gerade den Goblin Boss. Ja, und Themenregnung ist halt. Ja. Geh weg. Mach mir nicht so viel Stress. Es war heute recht viel los. Ich habe recht viel eingestellt. Dem Ding Tutorial gegeben. Also der. Sun Angels, der hat jetzt das Spiel gestartet, das ist also meine Real-Life. Ja, Freundin kann man es jetzt nicht sagen, aber gute Kollegin. Und ja, hatte natürlich ein bisschen Probleme, wenn sie nur auf der Xbox One spielt. Es ist einfach ein bisschen reinzukommen in die Steuerung. Was soll ich jetzt machen? Ich bin ein bisschen weiter weg von Goblin. Ja, und einfach viel verplant und ja, sehr viel trainieren den ganzen Tag. Das war auch nicht ganz konzentriert wieder momentan. Und ja, gut, das Schwert haben wir. So. Ja, aber eben bei mir ist es halt wegen der Krankheit ein bisschen momentan noch ein bisschen zu wenig von diesem Medikament, dass ich jetzt wieder mehr brauche. Das ist so doof, wenn man autoimmun krank ist. Da hat man einfach nicht so ja, ein tolles Leben natürlich, wenn man immer aufpassen muss und so. Aber gut. Dafür habe ich andere Vorteile. Das ist immer so. Also ein ganz normaler Durchschnittsmensch, der gesund ist und ja, sich auch gut fühlt und so, der hat es meist, ja, nicht so unbedingt viel besser als kranke Menschen.
sind manche kranken Menschen haben dann wirklich Vorzüge, Vorteile. Und ich bin glücklich, dass ich ein bisschen bessere, ja, zum Beispiel allgemeine Intelligenz habe als so der Durchschnittsmensch meistens. Bin schon ein bisschen glücklicher als andere Menschen, obwohl ich eben sehr viele schlechte, also Nachteile habe oder vor allem aufpassen muss. Ist nicht leicht, so zu leben. Nicht leicht, so zu Videos zu machen und so. Aber das ist einfach eine Beschäftigung, die ich brauche und ich konzentriere mich natürlich auch sehr. Aber was ihr merkt, ist wahrscheinlich eben, ich rede einfach zu wenig Hochdeutsch, also einfach Deutsch, eher Schweizerdeutsch und das immer so ein bisschen anpassen an die Videos fällt mir ein bisschen schwer, deshalb noch ein bisschen manchmal verplapperer. Aber gut. Sollte euch ja nicht stören, oder? Also, was mir einfach aufgefallen ist, dass mir in letzter Zeit manche Menschen ein bisschen auf die Nerven gehen. Einfach das Kind rausbringen und ich sage immer wieder, ich möchte nicht so kindische Leute als Freunde haben. Dann sind sie wieder enttäuscht und hauen ab oder blockieren mich sogar kurz und so. Ich bin aber immer einer, der eigentlich nie böse ist, wenn jemand mich blockiert oder so. Ich sollte schon böse sein, aber ja, ihr kennt wahrscheinlich den Ghost vom GTA Online Livestream und Let's Play, also Gameplay Parts und so vor einem Monat. Der ist momentan nicht so nett gewesen. Sage ich jetzt öffentlich, nicht zum Anprangern, aber damit ihr einfach wisst, deshalb machst du jetzt gerade momentan keine GTA Online Videos mehr und ja. Also einfach keine Motivation auf GTA Online momentan. Ist klar, wenn halt die Spieler weggehen, dann gehe ich halt auch weg und mache das Video nicht weiter, oder? Aber ihr könnt ja mich unterstützen, wenn ihr Lust habt. Also dürft ja gerne mit mir zusammen zocken, aufnehmen und so weiter. Aber bitte nicht verarschen. Ich weiß nicht, was da manche Leute davon halten, nicht so nett zu mir zu sein plötzlich oder so. Ist doch nicht schlimm, wenn ihr mal nicht wollt oder so. Ich zwinge ja niemanden. Also einer dieser Quests, ja, das ist die Quest. Jetzt bekommen wir bessere Ausrüstung über. Dafür müssen wir mit dem reden. Der hat eine Quest, die verbuggt ist. Und die müssen wir dann immer wieder neu starten und schauen, ob sie geht. Bauke, das ist ein Deutscher scheinbar. Also, wir müssen. Einberufung, wahrscheinlich die Quest. Ah, okay, ja. Ausrüstung, Kiste. Benutzen und ja, wir bekommen nicht nur ein grünes Item über. Rüsten wir mal aus. Ist als Account gebunden, leider. Ein langsamer Stab, aber er ist um einiges stärker. Ich habe lieber die schnellen Stäbe. Oh, sexy. Wunderbar. Jetzt bist du eine Lady, hä? Das sieht aber gut aus. Der Stab auch, wie er durch das Pferd glitscht. Nein. Kollision ist nicht so die Stärke von den Entwicklern von Regnum. Aber sexy. Okay, ist jetzt nicht so wichtig. Natürlich sind im Crafting auch wieder weiter. Ja, fast Level 4. Was wir eigentlich machen wollen, ist dieser Feuerstab, weil der 48 EXP okay gibt. Und der hat eine Erfolgschance. Ah, jetzt geht die Erfolgschance runter, scheinbar. Feines Holz können wir nur mit Level 4 machen. Okay, das ist in Ordnung. Machen wir noch die paar EXP nach Silberbahn herstellen. Und jetzt gehen wir mal hier runter, weil hier hoch. Das ist jetzt die neue Quest, die wir angenommen haben. Ich seh manchmal den Chat gar nicht, der ist so weit unten links, dass ich das manchmal nicht sehe, dass die mich beglückwünschen. Dankeschön dafür. Ja,
Hälfte ist geschafft und jetzt machen wir das noch hier rein. Ich habe mal alle anderen Erze rausgekickt und auch beim Barbaren waren viele Erze, die ich gesammelt habe. Ist eigentlich nichts, die könnt ihr schnell wieder sammeln. Und deshalb, ja. Ist natürlich besser, wenn die nicht im Inventar liegen. Da regt man irgendwie so ein bisschen ein Bug hat oder eine Limitation. Wenn ihr viele Items im Inventar habt, dann findet ihr einfach weniger Items. Finde ich richtig doof. Ich weiß auch nicht. Regnum hat ja eigentlich nicht so eine schlechte Engine. Also schon schlecht, aber. Ja. Das Problem ist einfach, dass man. Dass die Entwickler das schon echt einschränken. Die Steam-Previews sind auch nur ausgeglichen, kann ich jetzt auch nicht gerade so verstehen. Das Spiel macht ja trotzdem mega Spaß. Ah, dahin müssen wir noch. Okay. Und ja, viele Spiele sind halt enttäuscht, entweder von der Grafik, von den anderen Spielen oder einfach die Inaktivität von manchen Spielen und so weiter oder den Bugs halt. Aber das macht doch nicht ein schlechtes Spiel schon draus. Also Steam Previews sind eigentlich nicht gerade so richtig aussagend. Okay, jetzt geht's. Ja. Toll, Headset macht wieder Probleme heute. Sonst habe ich das eigentlich hingekriegt mit dem Klebeband, aber das löst sich langsam wieder auf. Also das Gummi von den Verschiebungen. Ja, bald habe ich dann das Headset. Also ich muss jetzt mir noch ein bisschen überlegen, welches Headset ich kaufen werde. Dürfte gerne ein paar Empfehlungen schreiben. Was ich empfohlen bekommen habe, ist das Logitech G633, das habe ich schon. Ich will nicht das gleiche nochmal kaufen. Das hat diesen blöden Fehler mit dem schlechten Ding. Da muss ich irgendwas machen. Wilde Ork töten. Habe ich das früher gemerkt? Gehen wir oben durch. Eigentlich sind jetzt die Leute langsam online. Ist halt jetzt einfach ein bisschen verspätet. Aber gut. Können wir langsam zum Barbar wieder rüber wechseln. Ja, sie haben eigentlich heute geplant, wirklich oft, also ja, ziemlich lange Warzone zu machen zusammen. Aber irgendwie klappt das nicht so. Also. Ja, die Anführer sind noch nicht online. Die sind natürlich die wichtigsten. Ja, vielleicht werde ich ja ein bisschen befördert bald und kann dann selber ein bisschen leiten. Weil für mich ist es wichtig, weil ich ja Videos mache und Livestreams. Dass ich dann auch ja, etwas habe zum zeigen, oder? Aber es ist nicht schlimm, wenn ich natürlich nicht befördert werde. Ich zwinge ja niemanden. Ist nicht gut zu zwingen. Zwingen machen nur die Schwachen. Genau. Also, wo sind jetzt diese Orks? Da ist einer. Kuckuck, kuckuck. Ja, kein Bock mehr, der ist weiß. Dachte schon, er will angreifen. Aber so richtig cool, wie aktiv jetzt eigentlich Regnum momentan wieder ist. Also darf mir gerne jemand sagen, wieso jetzt eigentlich so viele online sind. Und ja. Wieso ich so Glück hatte mit einer Gilde, weil ich sonst wirklich lange noch warten müssen hätten. Aber gut. Ja, und jetzt Mauer Prairie ist klar, aber Clota. Das ist wahrscheinlich Clota, okay. Ich weiß nicht, welche Quest, welche. Ich glaube, es ist ein bisschen verbuggt jetzt gerade das Gebiet hier. Mal schauen, ob hier weitergeht.
Da ist ein Schneeschatz im Gras. Crafting. Aber alle sind inaktiv. Ja, es ist ein gemütliches Spiel und dann sind die Spieler natürlich auch sehr inaktiv am Bind. Und warten auf bessere Zeiten. Dabei könnten die ja mal ein bisschen etwas machen, damit die anderen auch mitkommen können und so. Aber wenn einer davonläuft, ich kann nicht mitgehen. Ich werde sofort sterben, oder? Ich bin noch Level 49 mit dem Papa. Das geht natürlich nicht so schnell. Und ich bin extrem müde, da noch selber irgendwie aufzupassen müssen und so, habe ich keinen Bock. Naja, die Ini ist mit Gelb, genau. Gut, das ist, ich auch wieder weiß. Ja, Ini ist halt auch noch ein Problem. Die gehen extrem lange und dann sind eigentlich auch lange manchmal die ja, Spiele da in der Ini und dann geht in der WZ natürlich nichts. Der war awesome. Ab gut. Hey, das Spiel macht so viel Spaß. Wir müssen halt einfach ein bisschen mehr machen allgemein als Spieler. Dann geht auch alles wieder schneller. Oh, zwei Magnaniten, sehr gut. Magnanitenstücke. Ja, ich bin eigentlich ständig am Magnaniten sammeln, weil ich will ja relativ schnell auch diese Waffen herstellen. Und das dann der Gilde schenken. Weil ich glaube, momentan bekommt man die nicht über. Ich glaube, es ist kaum etwas in dem der Crew, also Clan-Kiste, ja, man kann sie nicht sehen, das ist das Problem. Ich würde gerne mal die Crew-Kiste anschauen, aber ja, man sieht's. Ja, da ist Dragos Baba reingekommen, mein Baba. Der Black Scorpion ist ja jetzt heute auch vor einer Stunde und 45 Minuten. Ja. Ich nicht, wieso hier Zombie-Necromancer sind. Das Event ist doch schon lange vorbei. Ah, da ist. So. Dann mal gucken. Ah, das ist die Quest wahrscheinlich. Ja. Wir müssen zum Akersburg fort. Wollen wir mal riskieren das Part-Ende. Ja, es wird noch einige Zeit gehen, der Part, aber. Wir versuchen jetzt mal zum Akersburg fort zu gelangen. Wir machen die Quest mit Level 30. Quest macht man meistens spät, also mit Level 40, 50. Aber die gibt so viel EXP, das ist eigentlich super, wenn wir jetzt gerade momentan. Das sollen wir das. Ja komm, wir versuchen es einfach mal. Ja. Schau noch mal kurz auf den Ding. 21:07. Okay. Wir haben die Zeit, wollte ich schauen, und ob's Video geht, aber man sieht es eigentlich direkt nicht, dass die Aufnahme geht. Es wechselt, also mit dem Update, letztes Mal hat es gewechselt, dass ich nicht mehr Endgame aufnehmen konnte. Wieso macht das Open Broadcast Software Studio mit diesen Patches? Keine Ahnung. Ich glaube, ich töte mich dann kurz bei Argusbox selber. Bei einem Monster oder so. Weil zurücklaufen möchte ich dann nicht. Ja, wir müssen, glaube ich, noch woanders. Ich glaube, zum Bind müssen wir dann. Und dann müssen wir noch irgendwo anders hin. Deshalb machen wir das, bis wir die Quest eigentlich abgeschlossen haben. Also fast abgeschlossen haben und zurück müssen. Und dann töten wir uns einfach bei einem Monster. Ja, die Laufwege sind halt meistens lange, weil die Bewegungsgeschwindigkeit nicht so hoch ist.
Kann ich mit jemandem mit hier? Sind alle inaktiv? Na gut. Schauen wir mal kurz, ist es blau? Okay. Ich wette, wir sterben. Ich wette so. Ein Spieler wird uns sicher angreifen, dass er irgendwo versteckt ist in deinem Baum. Ja, es ist so. Also momentan sind noch recht viele Level-Killer unterwegs und so. Das ist einfach so. Das Spiel muss einfach fairer sein für Leute, die low-leveliger sind. Irgendwie eine Bestrafung, wenn sie sehr leicht oder ja, leichte Gegner angreifen. Aber gut. So, wo müssen wir jetzt hin? Wo müssen wir jetzt hin? Das ist nichts mehr zu sehen. Aber nicht nach Herbert. Es gibt eine Quest, wo wir nach Herbert müssen. Und nach Menria. Aber die kommt erst später. Ich muss einen Spieler aus Ignis töten. Wie soll ich das machen? Oh Gott. So. Aus Dorn noch. Voll der böse Name. Dorn noch. Gehen zum Dorn noch. Wir bringen den Dorn nach Basel. Oh. Nein. Ist altertümlich. Weiß es nicht wieso. Aber ja, ich bin glücklich nicht irgendwo in. Okay. In einem Dorf, das einen peinlichen Namen trägt, zu leben. Es gibt genug. Kennt ihr sicher jemand Ficken? So. Dann gehen wir wieder zurück. Naja, wir töten uns. Ach komm. Was ist denn los? Leck doch nicht. Ja, das ist ein Baumstumpf. Ich dachte wohl. Hallo. Schneller, bitte. Du kannst mich doch schneller töten, oder? Du da auch. Ah ja, die machen Blutungsschaden, genau. Wenn man sich einfach nicht umbringen kann, weil die Gegner einfach keinen Schaden haben. Oh. Ja, wir haben jetzt bessere Ausrüstung, deshalb. So, ja, dann ist langsam der Part wahrscheinlich schon ein bisschen größer. Da kommt ein Spieler noch, aber das ist ein Awesome gewesen. Aha. Okay. Bester Screenshot ever. Screenshot, save it. Ja, wenn man so spawnt, dann ist es eigentlich super zum Beenden des Videos geeignet. Und ein Button. The button button, oder wo? Und einen Baden kenne ich jetzt nicht. Gut, also, bin momentan sehr motiviert, natürlich recht viel zu spielen, wer Lust hat. Darf gerne mir online kontaktieren. Ich heiße ja eben Kiyosami. Und freue mich natürlich auf jeden Support. Und auch bei den Videos dürft ihr gerne ein Like da lassen oder auch einen Kommentar. Weil es wird jetzt momentan zwar schon viel geliked, also 5 oder 6 Likes pro Regnum Part, aber natürlich unterstützt ihn mir natürlich noch ein bisschen mehr. Aber es ist kein Zwang und ja, es ist natürlich schon klar, dass jetzt so ein Game nicht so viele Parts, also so viele Aufrufe bekommt. Aber eventuell macht sich doch jetzt auch wieder ein bisschen schneller. Auf jeden Fall. Lieben Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Tschüss.